Okay, noch ein paar Blätter. Eat! So, das war super. Fürs erste Klasse. Nach wie vor finde ich es genial, dass die uns noch nicht entdeckt haben. Wir können hier super locker easy bauen. Das ist toll. Und wegen Strand. Was suchen die als erstes? Und da habe ich wahrscheinlich noch Fische drin. Das ist ein Boot. Das untersuchen wir gleich. Das wird lustig. So, dennoch. Irgendwie habe ich krüppelig gebaut. Ich weiß gar nicht. Sollte ich wirklich pennen gehen? Ich gehe nur pennen, wenn Gefahr droht oder so. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie lange mein Leiter hält. Ich denke aber, der hält irgendwie ewig. Boah, ich habe 35 von den Teilen zu sammeln. Das ist übel. Ich hole meinen Leiter aus. Ich sehe hier mal gar nichts. Mit L kann ich den jederzeit wegstecken. So, mach mal an das Ding. So, rundherum kloppen, bis das Ding fällt. Manchmal kommt mir das so voll, als ob ich schon wieder hell wird. Ich wette, die können hier irgendwie durch noch, aber meine Güte, das bessern wir alles nur aus. So, einfach kloppen und bauen. Und dann, wenn ich so ziemlich was Gutes aufgebaut habe, würde ich mal sagen, wir gehen das Ganze mal so ein bisschen erkunden und gehen dem mal richtig auf den Sack. Das ist gefährlich, aber hey. Ja, die rollen natürlich alle wieder ins Wasser. Super. Fertig damit. Das muss ich so stehen lassen. Ich weiß nicht, man kann es garantiert entfernen. Wenn nicht, fuck it. Ja, mit so Baumstämmen schwimmen gehen, das ist auch so easy. Ich hoffe, der Leiter hält. Was anderes kann ich nicht machen. So. Huch. Holy shit, ey. Nicht, dass die Falle noch ausgelöst wird. So, weiter geht's. Ich glaube, ich stemme mal hier so ein... Oder ich hau mal so ein paar Bäume hier einfach so auseinander, damit ich einfach... Oh mein Gott, sind da viele! What the fuck? Haben die einen gequarzt? Ich meine, es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis sie einen finden, aber trotzdem. Oh, toll. Holy shit, sind da viele. Dun dun. Könnt ihr nicht abbauen? Ihr seht das vorher gar nicht. Ihr seht mich gar nicht hier arbeiten. Ja, geh in die Falle. Geh in die Falle, der geht in die Falle. Der geht voll in die Falle. Geh doch rein. What the hell? Ja, der muss von vorne rein. Ich hätte die Falle drehen sollen. Eieieiei. Ich habe Angst. Jetzt erzählen sie sich da Witze oder was? Jetzt rennen sie weg. Die haben gar nicht gemerkt, dass ich hier einen Baum gefällt habe. Cool. Vielleicht holen die aber auch Verstärkung. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Mamma mia.
Schön, dass die Bäume so lustig nachwachsen. Mehr bauen. So blöde. Hau den Baum um. So. Meine Güte, das Spiel ist so verwackt, ey. Ich will den Baum nicht umklommen. Spannend, ey. Fällt ein Baum um. Ja, heute seht ihr, wie ich lustig Wände hochziehe und die Viecher wollen irgendwie nichts von mir. Also, bin zufrieden. Noch. Wenn ich mein Imperium hier erstmal aufgebaut habe, dann. Dann gibt die Terror. Leider gibt es auch keine schnellere Variante fürs Erste. Das ist so alles, was ich momentan so machen kann. Lag hier nicht so ein Lock-Ding noch? Auf jeden Fall lag hier noch eins. Kann auch sein, dass ich alle schon aufgehoben habe. Irgendwie wird es auch nie wieder hell. Immer noch wundert mich das total, dass die Viecher irgendwie da waren. Voll viele waren doch da, aber die sind wieder abgehauen. Komm. Na, wieder alle ins Wasser, super. Oh, low energy, yep. So, die Wand ist fertig, das werde ich erstmal so lassen. Da können wir noch was reinbauen, so. Ich glaube, ich hole noch mal eben die zwei aus dem Wasser. Oh, jetzt wird es langsam hell. Das ist gut. So, es war eins und, komm schon, der andere muss da auch irgendwo liegen. Ja, lass es fallen. Hier. So. Die zwei noch mal und dann gehen wir mal auf Nahrungssuche. Ich könnte mir da so einen Riegel reinzwängen. Aber trotzdem, ich brauche... So. Ein so ein Snack. Mehr haben wir fürs Erste nicht. Das sollte aber genügen. Okay. Bevor ich losziehe, werde ich noch zwei Sachen platzieren. Live Rabbits in a Cage and watch them multiply. Aber wie fange ich die denn lebendig? Weiß ich noch nicht mal. Also das können wir auf jeden Fall auch schon mal platzieren. Am besten, ja, direkt hier neben. Da muss ich nicht so wirklich suchen. Und einen kleinen Garten. Ich denke, hier ist gut so. Ja, irgendwie hier. Der kostet mich nur zwei Loks. Oh, das mache ich eben. Das mache ich eben. Der Baum. Und ich klick hier wie ein Wilden, ey. Fall jetzt um. Ach, genau da wollte ich nicht, dass du da hinfällst. Ist nämlich wunderschön wieder ins Wasser. Egal, zwei reichen mir. Bumm, fertig. Und jetzt habe ich einen Garten. Klasse, ich hoffe, da wächst automatisch was, weil ansonsten... Keine Ahnung. Oh, jetzt regnet es auch noch. Nein. Dann fachen wir das Feuer.
Und geht direkt wieder aus. Warum werde ich automatisch so schnell kalt? Also noch ist meine Temperatur ziemlich gut, wie ich finde. Ich habe den Leiter weggepackt. Und sind wir da auspacken. Sowas von Equ... Oh! Der hat meine Falle ausgelöst, aber der ist nicht in die Falle gegangen. Warum? Pff, ist klar. Na, die gucken ja nur, ne? Ihr guckt ja nur, ne? Macht ja nichts, oder? Mein Gott, hat der da Arme am Rücken? Das ist der Rückenarmer. Das ist der Rückenarmer. Ja, ja, das ist der Name, den ich dem gebe. Rückenkopfarmer. Ist total hell. Die verschwinden, wenn es hell wird. Also Flamme, Feuer, das ist so deren Feind, würde ich sagen. Mistviecher. Bisher haben die sich noch nicht getraut und das ist auch gut so. So. Keine Ahnung, wie ich Live Rabbits fangen soll. Die sollen ja lebendig sein. Das wird ein Problem. Und hier kann ich garantiert auch noch was rein. Und was haben wir denn hier? Habe ich mich jetzt dreckig gemacht? Hat der da hingekotzt vorhin oder was? Keine Ahnung, was das ist. Dreck auf jeden Fall. So. Können wir Molotovs machen? Ich denke ja. Das dürfte gehen. Also erstmal kommt mein... Ja, jetzt habe ich es auch noch getrunken. Combine, combine, combine. Remove. Zwei haben wir noch, das ist gut. Combine, combine. So, damit die Viecher uns nicht so wirklich auf den Sack gehen können. Oh, herrlich. Ich glaube, ich baue sogar noch einen. Aber das ist unser letztes Tuch. Vielleicht kann ich das nur für was anderes verwenden. Okay, das ist eine beschissene Basis, so wie ich finde. Die lasse ich auch erstmal hier stehen, ich brauche Futter. Ach, die rennen ja immer noch hier rum. Da habe ich mich wohl getäuscht. Selbst wenn Tag ist, machen sie hier ganz schön Terror. Egal, wir gehen mal so ein bisschen in den Wald. Ah, mit Dreck kann ich mich tarnen. Danke für den Tipp auf jeden Fall. Und ein herzliches Hallo an alle meine Zuschauer, die mir gerade live zugucken. Wenn ihr mir live zugucken wollt, The Forest oder jedes aktuelle Let's Play, dann auf jeden Fall bei Twitch vorbeigucken. Twitter, Facebook, irgendwas. YouTube. Ich mache Videos und dann seht ihr, wann ich live bin. Mistviecher, ich zahle euch das heim. Was habe ich euch getan? Ah, ich will nur mein Lager bauen. Dammit. Was zur Hölle? Ich finde das gut, dass man so viel Ausdauer hat. Bin ich gar nicht gewohnt. Oh, wie shit kann der weit springen. Also jetzt werden die Viecher aber aggressiv, hä? Kacke. Ich mache jetzt mein Feuerchen an. Ich habe einen Molotow. Scheiße, ich kann den aber nicht so schnell equippen. Oh, ist das blöd. Kacke, ich muss das Feuer irgendwie anmachen. In die Falle rennen die freiwillig ja auch nicht selber. Diese Kackviecher, ich muss Feuer ankriegen. Oh, Kacke, Molotow. So. Hä? Was gibt? Machst du Stress? Voll daneben. Oh shit. Hab ich jetzt einen Waldbrand verursacht? Ich hoffe, ich. Oh mein Gott, ey. Komm, wir gehen mal ein bisschen weiter weg vom Lager, würde ich sagen. Oh shit, hoffentlich breitet sich das nicht so in meinem Lager aus. Naja, mir wird langsam richtig, richtig kalt. Ich habe doch einen brennenden Molotow an der Seite, das ist unrealistisch. Oh wow, hier ist tatsächlich deren Lager. Oder haben die das neu errichtet oder ich habe es nicht gesehen. So was geht. Das ist deren Lager auf jeden Fall. Hier könnte man auch bauen. Puh, da war knapp. Oh, brennt ihr Pisser. Finde ich gut. Dead, dead, renn weg. Ja, yeah, so schnell geht's. Das kann ich nicht mitnehmen, okay. Voll abgewackelt. Bin der Fackelmann.
Hell yeah, wieder ein kleiner Erfolg. Dann bauen wir mal weiter.